Aller guten Dinge sind drei. Der neue Audi A3 ist die dritte Generation des Dreitürers, von dem bislang fast 3 Millionen Stück verkauft wurden. Okay, genau genommen sind es 2,8 Millionen, aber die 3 ist nur noch eine Frage der Zeit. Zur Markteinführung gibt es den A3 mit 3 komplett neu überarbeiteten Motoren. Ein Diesel mit 2 Litern und 150 PS, zwei Benziner, einmal 1,4 Liter, 122 PS und dann den hier, 1,8 TFSI mit 180 PS. Und den probieren wir jetzt mal aus. Wir schauen natürlich nicht nur, wir fahren ihn auch und das mit sehr viel Spaß. Die Spitzengeschwindigkeit von 232 km/h ist auf den kurvigen Bergstraßen zwar nicht ganz zu knacken, dafür kommen aber andere Qualitäten zum Vorschein. Der kräftige Motor treibt den A3 geradezu spielerisch die Bergstraßen nach oben. Das Auto liegt gut auf der Straße und lässt sich mühelos durch die Serpentinen steuern. Schaltfaules Fahren ist auch beim Auf und Ab durch Berg und Tal und mal engere, mal weitere Kurven absolut möglich. Wer es noch bequemer will, der nimmt die 7-Gang S-Tronic. Den angegebenen Normverbrauch von 5,6 Litern kann man auf diesen Straßen natürlich vergessen. Wir lagen mit Werten um die 8 Liter, aber gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Das wäre im Hinblick auf den Innenraum maßlos untertrieben. Hier setzt Audi mal wieder Maßstäbe. Alles sieht schön aus, fühlt sich gut an und ist perfekt verarbeitet. Beim ersten Blick in das aufgeräumte Cockpit ahnt man aber noch nicht, welche Schätze sich dahinter verbergen. Der A3 ist nicht mehr einfach nur ein Kompaktwagen. Er ist zumindest was die Ausstattung betrifft mittlerweile in die Oberklasse aufgestiegen. Es gibt Features, die man eigentlich eher aus dem A8 oder aus dem A6 kennt. Zum Beispiel das MMI, die Fahrerassistenzsysteme, Audi Drive Select oder die Musikanlage von Bang & Olufsen. Das alles natürlich nur für die Leute, die bereit sind, den Aufpreis zu bezahlen. Beispiel unser Testwagen. Der 1.8 TFSI kostet 27.800 Euro, in der Ausstattungslinie Ambition 29.700. Mit S-Line Sportpaket, MMI Touch, Fahrerassistenzsystemen und dem Soundsystem kommen wir auf 37.390 Euro und die Ausstattungsliste ist noch nicht ausgeschöpft. Zum Beispiel gibt es eine Phonebox, die den Empfang im Auto verbessert und dadurch den Akkuverbrauch reduziert. Und Klimaautomatik und Sitzheizung kosten auch noch extra. Wem das jetzt alles zu viel Chi-Chi ist, der fängt vielleicht lieber unten an. Der 1,4 Liter Benziner kostet mit der Basisausstattung 22.500 Euro und ist trotzdem ein schönes Auto.